Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir mit dem Häuptling hinter uns gesprochen, Häuptling Basrak, ich vergesse ständig die Namen. Und wir sollen nun schauen, wie wir zur Volksversammlung kommen. Die ist hier unten, Quatsch, wir müssen erst noch die Solgra, hieß sie, glaube ich, retten. Das heißt, wir folgen quasi der Straße einmal hier runter. Ich werde ja, wenn ich das richtig verstanden habe, aktuell noch nicht gesucht. Allerdings die beiden werden gesucht. Warum, das haben wir ja... Da müssen wir durch. Das haben wir ja schon in den letzten Folgen mitbekommen. Ich glaube, da muss ich hier durch, ne? Ja, genau. Mal schauen, was hier auf uns wartet. Beruhigt euch, meine Brüder und Schwestern. Wir sind nicht in der Verfassung, irgendwen zu verfolgen. Wenn die Wache des Königs Solgra nachsetzt, wird das schon seinen Grund haben. Wir dürfen ihn nicht in die Quere kommen. Hilf mir, bitte. Das ist nicht die beste Zeit für einen Besuch im Tempel. Wir stecken hier gerade in einer etwas misslichen Lage. Ich würde untertänigst vorschlagen, dass ihr später noch einmal wiederkommt. Wo ist Hohepriesterin Solgra? Wenn es um diese Sache mit den Fanatikern geht, dann solltet ihr direkt mit dem König darüber sprechen. In diesen schwierigen Zeiten können Missverständnisse schnell außer Kontrolle geraten und zu Situationen führen, die wir alle lieber vermeiden würden. Sagt mir, wo ich die Hohepriesterin finden kann. Aber gut, wie ihr meint. Als die Soldaten des Königs an die Türen hämmerten, rannte sie die Treppe hoch und nach draußen. Die Soldaten stießen uns zur Seite und jagten ihr nach. Ich weiß nicht, was Solgra getan hat, aber sie hat offensichtlich jemanden sehr wütend gemacht. Die Hohepriesterin hat nichts gesagt? Nicht ein Wort. Sie schien ebenso überrascht zu sein wie wir, als die Soldaten hereinstürmten. Für gewöhnlich ist Solgra immer so schicklich. Wenn die Soldaten nicht ihre Waffen gezogen hätten, bin ich sicher, dass sie ohne Widerworte mit ihnen mitgegangen wäre. Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt auch sicher. Das heißt, wir müssen... höher. Wir sollen sie höher finden. Wo sollen wir sie jetzt genau finden? Moment. Da hinten ist auf jeden Fall noch was leuchtet. Haltet Wacht vor dem Tempel. Wir brauchen Zeit, um alles zu erreichen, worum sie uns gebeten hat. Also achtet unbedingt auf alles Ungewöhnliche. Gebt uns das Zeichen, wenn etwas Verdächtiges vor sich geht. Es wird seinen Weg zu uns finden. Die meisten der tumpen Soldaten wissen nicht einmal vom Eingang über der Magiergilde. Wir lassen ihn offen für den Fall, dass Mitglieder der Gruppe hinein oder hinaus müssen. Bis die Soldaten des Königs mitbekommen haben, was vor sich geht, werden wir unsere Aufgabe erledigt haben und verschwunden sein. Wie dem auch sei, bleibt aufmerksam und stets wachsam. So, das ist also gar nicht mal so schlecht, dass wir hier oben waren. Das einzige, Moment, da oben sind auch nochmal Treppen. Das ist alles so ein bisschen blöd angezeigt, finde ich. Bei ihm habe ich das so verstanden, dass wir die Treppen hochgehen sollen. Aber dann wurde mir dieses Zeichen ja woanders angezeigt und das hat mich jetzt hier total verwirrt. Ah, aber es ist doch richtig, bei ihm hochzugehen. Immerhin. Gut. Schnappen wir uns hier nochmal die Sachen, die wir alle so finden können. Zack. Haben wir auch nochmal einen Entwurf dabei. Sehr gut. Städte sind so lebendig, wechselhaft und ja, unsicher. Ja, Bastian, konzentrier dich. Manche sind gut, andere sind böse. Manche machen einem Geschenke, ach, andere halt machen doch einem die Taschen leer. Lass die Verräterin nicht entkommen! Sag dem König, ich spiele seine politischen Spielchen nicht mit. Solgra, spring nicht! Das ist es nicht wert! Was in Trenimax Namen geht hier vor sich? Warum hat mir Kurok Soldaten auf den Hals geschickt? Sie verhielten sich, als hätte ich etwas Schreckliches getan. Ich wollte es nicht zeigen, aber ich hatte Angst um mein Leben. Ich bin nur froh, dass ihr zur rechten Zeit eingetroffen seid. Das waren nicht nur Soldaten, das waren... Woschrak, haben sie euch verletzt? Woschrak? Ich verstehe das nicht. Aber nein, sie haben mich nicht verletzt. Also nicht, dass sie es nicht versucht hätten. Nun verratet es mir schon.
In was für einer misslichen Lage stecken wir? Sie werden euch die Schuld geben. Sie werden behaupten, dass ihr hinter den Vosh-Rag steckt. Was für eine lächerliche Behauptung. Trinimak fördert Einheit und Zivilisation, nicht Anarchie und Gewalt, wie es diese Fanatiker von den Vosh-Rag behaupten. Macht es euch etwas aus, wenn ich nachfrage? Sagt mir, wem haben wir diese schreckliche Situation zu verdanken? Kurok und Algra. Sie planen, die Häuptlinge zu töten und euch die Schuld für die Ränke der Vosh-Rag zu geben. Wir dürfen das nicht zulassen. Aber warum seid ihr gekommen, um mir zu helfen? Die Clanshäuptlinge sind sehr viel wichtiger. Ihr solltet bei der Volksversammlung sein und alles tun, was ihr könnt, um den hinterhältigen Plan des Königs zu vereiteln. Die Zugänge zur Volksversammlung wurden verriegelt. Alle bis auf den Weg durch den Tempel. Es gibt einen Weg zur Volksversammlung durch den Tempel? Vielleicht durch die alten Tunnel? Ja, das muss der Weg sein. Hier, nehmt diesen Schlüssel. Er öffnet die Bibliothek. Wenn es wirklich alte Tunnel unter dem Tempel gibt, dann ist der Zugang zu ihnen wahrscheinlich dort drin. Geht und findet ein sicheres Versteck, bis all das hier vorüber ist. Da ist sie! Mein Pfeil wird sein Ziel. Hinter euch! Finden. Auf den Vorsprüngen! Mehr Soldaten! Schnell, lasst uns! Oh! Nein! Solgra! Nein! Sie ist erledigt. Sorgt dafür, dass keiner ihrer Verbündeten überlebt. Schnappt den Assassinen. Ich bringe Solgra zum Tempel. Geht! Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme, aber ich gehe. Achso, da hinten ist eine Treppe. Ja, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen meistens nicht. Haltet sie auf! Lasst die Verräter nicht an euch vorbei! Komm, Basti. Den schnappen wir, die schnappen wir uns. Da. Ich ergebe mich. Ihr habt einige unserer besten Soldaten getötet. Ich weiß, wann ich den Kürzeren ziehe. Ihr seid nichts als eine feige Assassine. Ich habe meine Befehle. Wisst ihr nicht, dass Hohepriesterin Solgra eine Verbrecherin ist? Eine Feindin der Orsima? Sie ist die Anführerin der Vosh-Rag. Ihr solltet mir für das danken, was ich getan habe. Ihr wisst sehr wohl, dass Sogra keine Verbindung zu den Vosh-Rag hat. Wie könnte ich so etwas wissen? Ich bin nur eine einfache Soldatin. Ich bin keine verkleidete Kultistin. Selbst wenn ich es wäre, dann könntet ihr nichts beweisen. Tut mit mir, was ihr wollt, Fremde. Ich diene einem höheren Ziel. Ich habe genug von Kultisten und Assassinen. Trinimak wird meine Dienste belohnen. So, ich bin nicht so blöd und werde die warnen, indem ich sie jetzt vorschicke, damit sie sie warnen soll. Also mache ich die lieber jetzt platt. Ach, das ist unten. Wie komme ich denn da jetzt hin? Schaut im Tempel nach Solgra. Oh, Moment. Gibt es da noch einen anderen Weg, als hier runter zu springen? Ah ja, 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 nein, nein. Nicht da runterfallen. So. Sie waren Soldaten. Hätten wir sie aufhalten wollen, hätte uns das alle in Gefahr gebracht. Ihr hättet etwas tun können. Ihr seid Feiglinge. Und zwar alle. Also Solgra habe ich gefunden. Der geht's gut. Solgra ist tot. Noch mehr Priester sterben zu lassen, hätte das nicht ändern können. Ich hätte da sein müssen, um sie zu retten. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Ich will jetzt wissen, was da unten vor sich geht. Wieso, jetzt. Gerade sagen, wieso blättert der jetzt nicht um? Stimmt, Solgra ist tot. Warum habe ich jetzt gerade gedacht, dass die oben Solgra ist? Die sah so ähnlich aus. Wo sind die denn jetzt? Da, oder? Nee, über mir. Das macht mich wahnsinnig. Ihr Tod kam schnell, falls euch das ein Trost ist. Was in Malakats Namen ist dort draußen geschehen? Kurok schickte Soldaten. Er ließ verbreiten, sie wäre die Anführerin der Vosh-Rag. Ich konnte sie nicht retten. Solgra hat dieses Schicksal nicht verdient. Auch wenn wir häufig nicht einer Meinung waren, so war sie dennoch eine gute Seele, eine sich sorgende Person. Kurok ist dieses Mal zu weit gegangen. Er muss aufgehalten werden. Wir sprachen über die Tunnel, bevor sie starb. Wusste Solgra von den Tunneln unter dem Tempel? Konnte sie euch sagen, wie wir die Volksversammlung erreichen können, bevor noch mehr Leute sterben müssen? Solgra gab mir einen Schlüssel zur Bibliothek. Sie dachte, dass die Tunnel womöglich von dort aus zugänglich sind.
Das wird kein Schlammschwimmen mit Argonian. Wir sprechen davon, sich dem König zu widersetzen. Im besten Fall werden wir als Königsmörder gebrandmarkt. Im schlimmsten Fall sind wir tot. Das ist nicht euer Kampf. Nicht wirklich. Seid ihr immer noch bereit, das durchzuziehen? Kurok hat uns alle verraten. Ich bin bereit, diese Sache zu Ende zu bringen. Dann tragen wir den Kampf zu Kurok und Algar. Falls sie sich weigern, ihren verrückten Plan aufzugeben, kämpfen wir so lange weiter, bis die eine oder die andere Seite besiegt ist. Kuroks Herrschaft endet heute. Das schwört Barsrak vom Clan Farun. Das schwört Barsrak von den Orsima. Möge Trinimak euch zu eurer letzten gerechten Belohnung geleiten, hohe Priesterin. Häuptling Barsrak, ich dachte, ihr wärt ein treuer Anhänger Malakats. In der Aschenschmiede ist kein Platz für zarte Seelen, Priester. Warum sollte Trinimak sie dann nicht haben können? Lebt wohl. Ich werde euch vermissen. Ja, okay. Wir müssen aber zur Tempelbibliothek gehen. Für uns ist das Ganze leider noch nicht vorbei. Also, ich find's gut, weil ich die Story ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Und so viel Verrat und so viel Wendungen, die ich zwar noch teilweise weiß, aber die ihr halt eben nicht wisst. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich konnte mich nur noch dran erinnern, dass die Mutter uns alle verraten hatte. Schaut euch dieses Chaos an. Hier drin finden wir doch nie was. Schaut euch um und seht nach, ob ihr etwas findet, was nach einem Geheimgang aussieht. Ich schaue hier drüben nach. Okay. Katalog der Folianten und Manuskripte. Die Kategorien des Katalogs beginnen an der Ostwand und gehen über die südliche Wand zur westlichen weiter. Orkische Köstlichkeiten, kulinarische Kreativität des Volkes der Orsima. Belestrik, Legenden vom oder über das Volk von Frodgar. Drittens, Religion, Diskurs über orkische Denkweisen bezüglich Anbetung und Gottheiten. Viertens, Elfen. Aufsätze über die schmächtigen Elfen Damriels. Meinen die jetzt Everly damit? Fünftens, der Bau von Osinium. Dokumente über das Wiederaufbauprojekt. Sechstens, Bretonen. Geschichte des Volkes der Bretonen. Ich glaube, das bringt uns alles nicht weiter, wenn wir das jetzt hier durchlesen. Beziehungsweise eine Beschreibung. Wer weiß das schon? Bücher, die nicht so richtig in die etablierten Kategorien passen. Was stand da jetzt nochmal? Beginn an der Ostwand, Süden, Westen. Osten, Süden, Westen. Bringt uns das irgendwie weiter? Wer weiß das schon? Haben wir? Wir können die quasi alle einmal lesen. Bringt uns aber, glaube ich, jetzt nur in Bezug darauf, dass wir die Bücher halt eben entdecken können weiter. Ich glaube nicht, dass uns das jetzt gerade hier weiterbringt. Bibliotheksschalter? Was haben wir denn hier? Aha. Aha. Ich habe nur keine Ahnung, in welche Reihenfolge ich was machen muss. Mal gucken, ob er uns da helfen kann. Man würde meinen, Tempelpriester hätten mehr Ordnungssinn. Diese Manuskripte sind überall verstreut. Fang zu suchen an. Wir müssen einen Weg in die Tunnel finden. Irgendeine Idee, wo ich mit der Suche anfangen sollte? Seht einfach überall nach. Es wird wahrscheinlich irgendwas Merkwürdiges sein. Etwas, das so aussieht, als würde es nicht so recht hierher gehören. So wie diese Schalter da drüben. Aber das ist eine Bibliothek. Vielleicht kann uns einer dieser staubigen Folianten helfen. Es muss hier ein Buch geben, in dem etwas über den Bau des Tempels steht. Ein Buch über den Bau des Tempels. Die meinen jetzt aber nicht die Schriftrollen da hinten. Evelyn, was ist mit dir? Hallo? Ich liebe Bücher. Ich frage mich, ob es hier ein paar Bände von Ermittler Vala gibt. Sei es drum. Ich schaue mich mal hier drüben um. Ach, schon wieder eine Gemeinsamkeit. Ich liebe auch Bücher. Bei uns sollte man eigentlich nie... Kann ich immer raus? Eigentlich nie reinkommen, weil wir so eine kleine Bibliothek hier haben. Religion, Elfen.
Ach, hier oben ist noch ein dritter Schalter. Okay. Gut, aber das bringt uns nur was, wenn wir dann auch in der richtigen Reihenfolge das Ding öffnen können. So, was hatten wir jetzt hier? Religion, Elfen, der Bau von Ursinium. Kann das sein, dass das das ist? Müsste eigentlich, oder? Dokumente über das Wiederaufbauprojekt. Der Bau von Ursinium. Handwerk? War das jetzt Handwerk? Nee, oder? Lanz von Frodger. Breton. Ursinium erbauen. Aus Geheimnisse einer Orkstadt. Als die Orks sich anschließend entschieden, die Stadt Ursinium wieder aufzubauen, entschließen sie sich, eine Reihe von Tunneln unter den Straßen zu bauen, die als Fluchtweg dienen sollten, für den Fall, dass die Stadt jemals wieder belagert werden würde. Diese Tunnel gibt es bis zum heutigen Tag. Die neuesten Steine Ursinium werden aktuell auf ihr Fundament gelegt. Während die Arbeiter des Königs am Wiederaufbau der Stadt arbeiten, werden einige Tunnel versiegelt. Manche stürzen sogar ein. Aber viele der Tunnel, verborgen unter den alten Fundamenten älterer Gebäude, erstrecken sich weiter quer unter den Straßen der Stadt. Zu dem berühmtesten dieser Tunnel gehört der Tempeltunnel, der in der fiktiven Erzählung die Schlacht von Ursinium beschrieben wird und angeblich von unter dem Tempel in Ursinium bis zu den Bergen hinter der Feste verläuft. Lauft vom oben erwähnten belästrigen Werk verbarg ein geheimer Durchgang den Eingang zum Tunnel, um den Tunnel betreten zu können. So zumindest die Erzählung, müsste der Sohn des obersten Häuptlings ein Rätsel lösen, das den geheimen Durchgang öffnete. Ich freue mich auf eine Zeit, in der die Priester des Tempels mir den Versuch gestatten, den geheimen Durchgang zu öffnen. Dann können wir ein für alle Mal feststellen, ob die Erzählung von Bangor, dem Lügner, auf Tatsachen basiert oder eine reine Erfindung ist. Kann ich jetzt nochmal mit ihm sprechen vielleicht? Nee, das sind nur die Bibliotheksschalter, die ihn mir zeigen, ne? Man würde meinen, Tempelpriester hätten mehr Ordnungssinn. Diese Mann. Wir müssen auf jeden Fall die drei Schalter betätigen. Ich finde hier allerdings keinen Hinweis und nichts darauf, was wir da jetzt genau drehen müssen. Wir haben eine Fackel, eine Eule, einen Wolf und einen Hammer. Fackel, Eule, Wolf und Hammer. Finden wir dazu irgendwas hier drin? Fackel, Eule, Wolf und Hammer. Geschichte und Symbole des orkischen Clans. Moment, das haben wir doch hier eben irgendwo gelesen. Clans von Vrodgar, der Wolfsclan, Hammerclan, Feuerclan. War für seine Schmiedekünste bekannt, erstellte spezialisierte Rüstungen her. Clan Morkul. Eulenclan, Felsenclan. Also Eulenclan ist das Letzte. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Laut dem hier wäre das dann quasi Hammer. Hammer, Wolf, Eule. Die Frage ist nur, in welcher Richtung? Also oben anfangend oder unten anfangend? Hammer, Wolf, Eule. Eule, Eule, Eule. Hammer, Wolf, Eule. So, wenn das jetzt das sein sollte, dann müsste ich hier oben einen Hammer reinmachen. Die Frage ist nur, in welcher Richtung? Ich denke mal von hier aus, oder?
Müsste man den Kopf jetzt nochmal drücken oder sowas? Nee, aber es klickt auch nicht. Also probieren wir das mal aus mit Hammer, Wolf, Eule. In der anderen Richtung. Hammer. Wolf. Oh, Basti, die gehen mir mal einmal nicht auf die Nerven, bitte. Hammer, Wolf. Dann hier die Eule. Auch nicht. Ich meine, es kann natürlich sein, dass das Ding andersrum stehen muss. Das ist halt das Problem. Ich weiß ja nicht, von welcher Seite aus man hier gucken muss. Auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt hier mal ein bisschen rumprobiere. Und dass ich das dann nebenbei laufen lasse. Ist ja auch nichts aktiviert worden oder so, ne? Dass ich das nebenbei laufen lasse und dass ich euch dann gleich wieder hinzuhole, wenn es denn geklappt hat. Bis gleich. Hier steht das ja auch oben nur falsch. Und die nächste Kombination. Muss ja irgendwie mit den drei Symbolen gehen. Wolf, Hammer. Jetzt mal hier die Eule probieren. Mal schauen. Tja, da werde ich glatt zum schmächtigen Dunkelelfen. Ihr habt ihn gefunden. Klettern wir in dieses Loch. Ich wusste, dass ihr das schafft. Und nun lasst uns den König aufhalten gehen. Also, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe das jetzt noch mitgezeigt. Die drei Symbole sind richtig und irgendwann, muss ich zugeben, war ich einmal so verzweifelt, dass ich einfach nur noch versucht habe, die in anderen Reihenfolgen zu machen. Und zwar habe ich hier den Wolf reingemacht, hier habe ich den Hammer reingemacht und oben von dieser Seite aus gesehen habe ich die Eule reingemacht und jetzt ist der Weg auch frei. Das Tor scheint nicht verschlossen zu sein. Geht weiter. Ich bin gleich hinter euch. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wo soll ich denn hingehen? Hier ist so alles zu. Ruhe, Häuptlinge! Eure endlosen Zwiste plagen unser Volk schon viel zu lange! Kurok, ihr schattet euch in euren das werden Festungen sie nicht dulden. Und fördert so unser selbstsüchtiges Wesen. Wir müssen ändern, wer und was wir sind. Kurok hat recht. Wir werden den Bastard töten, ja? Ja. Ich wollte euch als Gleichgestellte ansprechen, doch ihr wolltet nicht hören. Ich bin der Streiterei mit euch müde. Der König nimmt sich unseres Volkes an und ihr brecht ihn das Herz. Wunderbar. Der mörderische König und seine wahnsinnige Mutter. Das wird interessant. Aber das wissen wir ja schon. So. Wir sind ganz in der Nähe. Seid auf alles gefasst. Klingt wie damals, als ich in einen Paarungskreis der Imker hineingestolpert bin. Der was? Oh mein Gott, ich habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, ich kann Basti auch übernehmen. Der ist ja, obwohl er ein Tank ist, eigentlich auch ganz gut im Angriff, muss ich sagen. Brauche hier nichts mehr niederzubrennen. Falsche Ecke. Kümmert euch um die. Ich muss zur Volksversammlung. Ihr schafft das schon. Wenn wir uns sputen, ist es noch nicht zu spät. Wir müssen dieses Tor öffnen. Hier aber ist kein wie? Hebel. Der Auslöser muss auf der anderen Seite sein. Geht beiseite und lasst mich mal ran. Macht euch bereit, diese Leute hier rauszubringen. Ihr lasst mir keine Wahl. Euer Tod wird das vereinen. Ich kümmere mich um die Bogenschützen. Schaltet die Clanshäuptlinge aus! Wir wurden verraten. Verteidigt euch!
Okay, kümmere du dich um die Bogenschützen. Waren doch ein bisschen viele. Ich werde euch für eure Untreue büßen lassen. Halte diese Bastarde von den Burschen. Clan-Häuptlinge. Ich gehe zurück. Ihr Clan-Häuptling, was? Das spielt keine Rolle. Meine Soldaten rücken schwerer, als es aussieht. Alle raus mit euch. Die imposantesten Verbrecher müssen für ihre Taten büßen. Muss König Kurok noch besiegen. Kommt der Feigling jetzt auch mal raus hier? Hallo? Komm schon. Verbeugt euch vor dem König der Orsima! Mutter, ich werde das beenden! Oh, jetzt geht das wieder los. Das ist das Ätzendste bei Kämpfen. Wenn die immer wieder weg sind. Wobei in dem Fall war es jetzt wohl nicht so. Mal erstmal die Mutter platt. So. Mutter? Nein! Mutter ist tot, jetzt kämpf ich endlich. Ich verlange einen Blutzoll für den Tod meiner Mutter. Ja, kann ich dir geben, indem ich dich töte. Qualvoll sterben! Was, warum bleibst du da mitten drin stehen? Bist du doof? Ach, jetzt geht das wieder los. Mutter, gewähre mir deine Macht. Mögen die Feuer deiner Schmiede die Verräter einhüllen. Euer verbrannter Leichnam wird meinen Kaminsims zieren. So, geht doch. Ihr habt tapfer gekämpft. Wacker. Das war möglicherweise die beste zur Schaustellung von Kampfeskunst, die ich je gesehen habe. Ich wünschte nur, wir wären nicht gezwungen gewesen, zu Königsmördern zu werden. Kurok und seine Mutter sind tot. Doch seht nur, welchen Preis sie uns dafür haben zahlen lassen. Welcher Preis? Die ermordeten Häuptlinge. Doch sie sind nur die Spitze von Malakats Hauer. Es werden noch weitere Orks sterben, wenn sie um die Herrschaft über ihre Clans kämpfen und dabei den nahenden Winter vergessen und die drohende Hungersnot. Ich habe genug Tod für zwei Leben gesehen. Wollt ihr damit sagen, wir hätten Kurok an der Macht lassen sollen? Nein. Kuroks gute Absichten verwandelten sich schneller in nackten Wahnsinn, als ein Hawker einen Eimer Fisch verschlingen kann. Es war das einzig Richtige, ihn zu töten. Schlussendlich hat er uns keine Wahl gelassen. Warum scheint euch Kuroks Tod dann so zu belasten? Wie könnte es mich nicht belasten? Einst war Kurok wie ein Bruder für mich. Er war ein großer Ork, ein Visionär, bevor seine Mutter ihn verdorben hat. Doch meine Stimmung ist so düster wie die eines betrunkenen Dunkelelfen an einem Regentag. Das liegt wohl daran, dass Kurok gewonnen hat. Trotz allem, was wir versucht haben. Was meint ihr? Bitte, genug geredet. Ich möchte eine Weile allein sein, um darüber nachzudenken, was hier geschehen ist und was nun als nächstes kommt. Trefft mich wieder in der Feste. Wir werden dieses Gespräch dort fortsetzen. Und dann bekommt ihr die gewünschten Erklärungen. Möge euer Pfad zur Aschenschmiede von den Feuerschalen der Tapferkeit erleuchtet sein, mein einstiger Klingenbruder. Da diese Folge allerdings sehr, sehr lang geworden ist, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.